Hau rein. 50.000 Viewer. Ha? Jerome Forte, der Achtklässler. Wie gefällt dein Spielplan? Die Wahrscheinlichkeit, es in die NBA zu schaffen. Talent und harte Arbeit reichen nicht. Du brauchst einen an deiner Seite, der das System kennt und der weiß, wie es für dich nutzt. Coach Gaines, Liberty Prep. Wir bieten ihrem Sohn ein Vollstipendium an. So sehr glauben wir an sein Potenzial. Versprich mir, dass du dich in der Schule genauso anstrengst, wie wenn du auf dem Feld stehst. Ich verspreche es dir. Was geht? Ich bin T. Holen Sie jetzt schon Spiele aus dem Kindergarten her? Yo, Coach, stehe ich heute in der Starting Five? Ja, du spielst von Beginn, kleiner Mann. Gleich nach niemals. My type of fly doesn't require wings. Die Kurse sind für dich eh nicht Pflicht. Du hast Training, Fitness, Spiele. Steck deine Nase in dieses Spielbuch. Gut. Hoch, Forte, du bist dran. Zeig, was du kannst. Haben Sie den Pass gesehen? Und der ist erst 14 Jahre alt. Du stehst jetzt unter Beobachtung der NCAA. Du weißt, was das bedeutet, oder? So habe ich mir das vorgestellt. Dass diese Coaches und Agenten dich nur benutzen. Und deswegen müssen wir rausfinden, wie wir sie benutzen können. Was fällt Ihnen ein, sich mit denen zu unterhalten? Ist Ihnen klar, wie tief Sie da drin stecken? Was hast du gehört? Ich habe alles gehört. Holt euch den Ball! Wir spielen nicht für den Coach. Wir spielen nicht fürs College. Wir spielen nicht für die NBA. Wir spielen für die Sponsoren. Dieses System ist korrupt, obwohl es euch weiterbringen sollte. Das da existiert seinetwegen und dafür kriegt er nicht mal einen Dollar. Du musst dich nur weiter reinhängen, klar? Hey. Was, wenn du es nicht schaffst? Halt dich von ihm fern, Rob. Ich hab gesagt, du sollst ihn machen! Wenn ihr Sohn der Spieler ist, für den ich ihn halte, wird er viele Millionen Dollar verdienen. Und das noch als Teenager. You don't shine, but I shine harder. Terron Ford ist gerade einmal 14 Jahre alt, doch schon jetzt zeigt sich sein enormes Basketballtalent, das ihn berechtigterweise von einer Karriere als Profisportler träumen lässt. Nachdem ein Video von ihm beim Spielen im Internet viral gegangen ist, wird dann auch Coach Gaines auf den Jungen aufmerksam und nimmt ihn prompt in sein Highschool-Team auf. Er wird für ihn schnell zu einer Art Mentor, bei dem man allerdings nie so richtig sicher sein kann, dass er eben nur das Beste für den talentierten Jungen im Sinn hat. Denn schnell zeigt sich, dass bereits der Amateursport in den USA ein Hort voller skrupelloser und korrupter Talentsucher ist. Mit einem Stipendium in der Tasche soll Terron dann richtig durchstarten und allen zeigen, was er drauf hat. Doch der Anfang gestaltet sich als äußerst schwierig, denn seine wesentlich älteren Teamkameraden haben keinerlei Respekt für den Neuling übrig, der zu allem Überfluss zu Beginn seiner Highschool-Karriere auch noch auf der Ersatzbank Platz nehmen muss. Doch als er schlussendlich seine große Chance bekommt, sich zu beweisen, nutzt er diese phänomenal und spielt groß auf. Fortan stehen ihm alle Türen offen, doch wie bereits erwähnt, ist das Sportgeschäft halt voller Tücken, auf die Terron niemand vorbereitet hat. Er befindet sich also plötzlich mitten in einem Haifischbecken voll mit Leuten, die ja sich nicht fragen, was für ihn das Beste ist, sondern für sich selbst aus seinem Talent den meisten Profit herausschlagen wollen. Die Schwierigkeit besteht für Terron fortan darin, herauszufinden, wem er noch trauen kann und wem nicht. Zudem ist auch seine Familie mit dem kometenhaften Aufstieg gelinde gesagt leicht überfordert und trifft wahrscheinlich genau deshalb auch nicht immer die richtigen Entscheidung für den Jungen. Ob es ihm trotz aller Widrigkeiten gelingt, sich bis in die höchste Spielklasse der USA durchzubeißen, das erfahren wir dann ab dem 6. April auf Netflix. Inszeniert wurde die Mischung aus Sportler- und Coming-of-Age-Drama von Ryan Koo, der mit dem Netflix-Original sein internationales Regiedebüt feiert. Dem Spielfilm ging bereits ein gleichnamiger Kurzfilm voraus, in dem teilweise bereits sogar der gleiche Cast versammelt war. In der Videobeschreibung findet ihr dann jetzt auch einen YouTube-Link, über den ihr euch dieses 10-minütige Prequel kostenlos anschauen könnt. Dieses kam letzten Endes bei den Kritikern auf den Filmfestspielen so gut an, dass Netflix eine Spielfilmversion bestellte. Das Basketball-Wunderkind Terron wird gespielt vom 17-jährigen Michael Rainey Jr., der bereits unter anderem für Lee Daniels Drama Der Butler vor der Kamera stand. Der undurchsichtige Highschool-Coach Gaines wird wiederum verkörpert von Josh Charles, der über die letzten Jahre in der CBS-Erfolgsserie The Good Wife zu sehen war. Nach First Match ist Amateur bereits das zweite Sportler-Drama, welches auf Netflix binnen kürzester Zeit, nämlich innerhalb von nur 7 Tagen, Premiere feiert. Und in unseren Augen ist dieser neue Film bei weitem nicht nur etwas für ausgewiesene Basketballfreunde. Was habt ihr aber für einen ersten Eindruck gewonnen? Hat euch der Trailer gecatcht oder doch eher kalt gelassen? Haut in die Tasten und schreibt's uns unten in die Kommentare. In diesem Sinne, euch zumindest vor den TV-Geräten ein sportliches Wochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.